Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin ungeschminkt. Ich wollte mit euch einen Look kreieren mit den Dingen, die ich von meiner Testwoche behalten werde. Was geht, zeige ich zum Schluss. Ja, und ich benutze aber auch Dinge, ja, die ich sonst auch benutze. Ich glaube, beim Konturieren und Mascara mir ja rausgesucht von Essence. Das ist diese. Die werde ich auch behalten. Die sieht sehr schick aus. Damit wollte ich mich heute schminken. Ich hoffe, ich nehme für die Augen jetzt erstmal den Elf Concealer. Der ist mir für unter die Augen zu dunkel. Deswegen nehme ich den für die Augen und das ist ganz gut. Ja, den Concealer gebe ich mir erstmal auf die Augenlider. Ich fange mit den Augen an. Da die Palette etwas Fallout hat und ich dann ja natürlich mein Make-up nicht damit beschädigen will dann später, deswegen ja, der Concealer, wie gesagt, ist mir zu dunkel, aber für die Augen geht das. Das finde ich nicht schlecht. Ich habe auch Augenprimer, aber ja, als Primer nehme ich diesen mal. Den anderen habe ich leider aussortiert, das sage ich zum Schluss warum. Den gebe ich mir schon mal aufs Gesicht. Ja, genau. Es wird heute nicht so ein ja, großer Look. Man kann ja nicht so viel damit schminken. Also die lilanen Töne, es sind ja viele helle Töne. Ich nehme erstmal so grob für das Lid den Ton, das ist so mehr ein ja, hautfarbener Ton, den nehme ich jetzt erstmal und gebe den mir so grob über das Lid. So ist das besser. Ich muss aber dann öfters mal in den Spiegel schauen. Ich probiere, dass ich in die Kamera gucke. Ja, wir waren bei dem hellen Ton hier, bei dem hier. Den gebe ich mir in die Lidfalte, um das etwas zu setzen, um die ja, nächsten Farben dann gut zu verblenden. Es gibt leider nur drei matte Töne. Und dieser ist so halb matt, aber glitzert trotzdem. Also nicht so gut für die Lidfalte etwas. Nehme ich von Essence, das ist eigentlich eine Face-Palette. Da ist ein schöner Bronzer dabei, der gefällt mir sehr gut. Und den nehme ich jetzt mal für die Lidfalte. So etwas abzudunkeln. Ich muss mich etwas beeilen, ich weiß nicht, wie lange mein Kind schläft. Deswegen darf ich nicht so lange machen. Ja, dann gehe ich auch direkt gleich in das Lila da rein und gebe mir das mit einem kleineren Pinsel. Ja, mit diesem von BH Cosmetics so etwas in den Außenwinkel. Und blende das so etwas rein. Und nehme mir dann einen kleineren Blendepinsel, der ist von For Your Beauty, die 033, wenn man es erkennen kann. Nein, schlecht. Ich finde die ganz gut, die Pinsel. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ja, der lässt sich halt gut verblenden, aber man muss dann halt immer wieder aufbauen. Aber ich baue lieber auf, als wenn sich das nicht verblenden lässt. Das mag ich überhaupt nicht. Ich nehme jetzt mal von Zoeva.
Ich mache jetzt ein Auge fertig und den Rest mache ich dann alleine, sonst dauert das Video zu lang. Ich möchte heute etwas neutral gehen, also nicht so auffällig. Für den Alltag muss ich das jetzt nicht haben. Also mir ist es egal, aber heute, es ist auch so warm. Ich habe die letzten Tage zwar die Foundation von Catrice ausgetestet, aber meistens habe ich nur BB-Cream genommen, weil das ist so warm gewesen. Mein Kind hat sogar im Body, wenn er mit Body geschlafen hat, so geschwitzt. Ja, man kann sehen, die Farbabgabe finde ich richtig gut. Ich finde die Palette top. Die ist wirklich wunderschön. Ich habe es ohne Concealer probiert. Also die glitzernden Lidschatten aufzutragen geht genauso gut. Mit Concealer ist es halt besser. Aber ja, ich mache das dann gerne mit Concealer. Also das ist mein liebster Blenderpinsel von zu Eva. Das reicht mir eigentlich schon. Ich gehe noch mal mit diesem Blender drüber, so etwas. Verblende das richtig. Genau. Ja, das gefällt mir. Super. Hier. Und ich nehme jetzt von Kiko einen ganz hellen Concealer. Der ist mir zu hell, deswegen nehme ich das immer zum Cut Crease ziehen. Und das geht ganz gut. Ich mache das generell, wenn ich dann Glitzer-Lidschatten drauf mache oder generell so Lidschatten, dann mache ich das immer mit dem, dass man die Farbe auch richtig sieht. Ich gehe dann in diesen lila Ton, den gebe ich mir aber nur ins Eck. Die sind wirklich, also ich kann die nur empfehlen. Die sind so gut pigmentiert. So ungefähr. Genau, wo ist mein Handtuch? Ich muss ein Tuch holen. Und den Pinsel, das ist auch mein liebster Pinsel, um ja, Glitzerlidschatten aufzutragen von BH Cosmetics. Da steht aber leider keine Nummer drauf. So, dann gehe ich in das Rot hier, also in den Kupferton mehr. Und die Farbabgabe ist wirklich gut. Also, da brauche ich noch nicht mal mit dem Finger. Ich mag das nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ich kann euch ja mal ranholen. Ja, sieht sehr gut aus. Mir gefällt die total. Ein bisschen Fallout hat sie, deswegen mache ich meine Augen zuerst. Ich blende das dann so ein bisschen ineinander. Genau. Das reicht mir aber auch schon. Mir gefällt die Palette einfach, muss ich sagen. Und für den Innenwinkel nehme ich diesen Ton hier und gebe mir das so etwas in den Innenwinkel. Ja, das war es auch dann schon. Also, es ist jetzt nicht so bam. Das möchte ich jetzt auch nicht. Für den Alltag finde ich die Palette ganz gut. Also, dann in diesen dunklen.
Ich mache jetzt mein anderes Auge und dann komme ich wieder. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe es geschafft. Ja, Primer habe ich schon drauf. Warum, sage ich euch später, wie gesagt. Ich habe den anderen aussortiert. Ich fange jetzt an mit der Catrice Foundation. Und, wo sind sie? Ich habe die Drops von, also Highlighter Drops von L'Oreal mit reingemischt, weil ich mag das nicht so auf der Haut, ja, separat. Ich mische die immer mit rein. Man muss aufpassen, wenn man zu große Poren hat. Ich glaube, da ist die Foundation nicht so gut, weil die ist sehr flüssig und setzt sich sofort in alles rein. Ja, ich gebe mir so ein bisschen auf das Gesicht mit. Das sieht im Moment erst hell aus, aber das ist ja mit dem Pinsel. Und verblende das dann so ein bisschen mit dem. Oh. Ja, man braucht davon eigentlich nicht so viel. Ich glaube, das war schon etwas zu viel. Ich habe da auch kein richtiges Gefühl dafür, muss ich ehrlich sagen. Naja, ich verblende das. Ja, das sieht jetzt etwas hell aus, aber das ist über den Tag. Geht das dann eigentlich, wenn das sich richtig verteilt hat? Geht das? Aber man muss aufpassen. Hier zum Beispiel, die setzt sich sofort ab. Ist schon zu, also fast zu viel, ne? Die ist schon hell. Und so guckt. Mal gucken, ob ich es hinkriege mit Poangsa und so. Weil wenn man meinen Körper sieht, es wäre dann auch eher was für den Winter. Wobei, das kann aber auch das Licht sein, weil wenn ich in den Spiegel gucke, geht es eigentlich. So, ich nehme jetzt einen Concealer, der geht bald alle. Den habe ich in meiner Aufbrauchbox drin. Aber sie lässt sich halt gut verblenden. Also das ist schon eben. Man hat vielleicht, jetzt habe ich, man kann vielleicht nicht gar alles abdecken, aber so, aber die ist schon hell. Wir probieren das dann mit Bronzer etwas auszugleichen. Aber ich finde sie gut. Ich gebe sie auch nicht weg und dann nehme ich sie halt für den Winter. Ja, der Concealer ist bald, er hat es bald geschafft. Ich nutze wirklich diese Dinge im Moment nur noch, dass die alle gehen. Und ich bin mir sicher, ich schaffe es bis Ende des Jahres. Der Concealer ist nicht schlecht, finde ich. Gut. Ja, das ist es auch schon. Ich pudere jetzt etwas ab. Unter die Augen nehme ich das von Catrice. Das mache ich aber auch mal ganz, ganz vorsichtig. Bei mir greased das sofort, das Puder. Ich muss wirklich ganz wenig nehmen. Und auch an der Stirn quiest das immer. Ich mache wieder unter die Augen. So, um das Gesicht zu abpudern, nehme ich den Pinsel von BH Cosmetics und das Fit Me. Das ist fast alle. Das habe ich schon mal einmal neu gepresst, deswegen möchte ich das aufbrauchen. Pudern tue ich meistens nur da, wo ich noch Produkt drauf kommen soll. Weil, ich weiß nicht, an der Stirn ganz leicht nur. Ja, das war es auch schon. Das setzt sich dann viel bei mir ab. Also jedes Puder aber auch. So.
So, genau. Dann als Bronzer nehme ich den von Essence. Der könnte etwas zu hell sein. Ich muss mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich konturiere ja nicht so gerne. Also jetzt mal den Pinsel, denn so ein Stippling Brush. Probiere das so etwas. Ja, das ist zu hell dafür. Etwas. Das ist ziemlich hell. Das Konturprodukt. Ja, man sieht fast gar nichts, ne? Aber mir gefällt es trotzdem irgendwie. Weil gerade für den Winter ist das nicht schlecht. Also sehen tut man was. Aber nur, ja, ganz wenig. Ich nehme nochmal ein dunkleres. Und zwar eins von Sleek. Das ist so etwas dunkler. Ich weiß nur nicht jetzt. Doch, ich nehme den Pinsel nochmal. Gebe das dann nochmal so leicht drüber. Oder die Einstellung vom Licht. Aber ich kann das Licht nicht anders einstellen. Das ist, hat nur ein Licht. Doch, das geht auch. Das ist nicht zu dunkel und auch nicht zu hell. Das ist gerade richtig für mich. Doch, das ist gut. Aber ich finde die Face Palette von Essence trotzdem nicht schlecht. Ich gehe nochmal mit einem, ja, das geht schon, großen Pinsel rein. Genau. Als Blush verwende ich diesen von Zu Eva. Das ist bald alles. Ich habe es bald geschafft. Dann nehme ich diesen Pinsel. Doch, das sieht schon gut aus. Gefällt mir. Der ist sehr hell. Aber ich mag das eh nicht so rot. Also so. Hier unten ist es nicht richtig verblendet. Naja, es geht schon so. Und als Highlighter, ich habe ein Schimmerpowder von Rival de Loop. Und das finde ich richtig gut. Das ist nicht so, sondern eher so samtig. Also es macht so einen leichten Glanz. Das gefällt mir eigentlich. Weil das ist auch ein Produkt, was man ohne Foundation drauf machen kann. Ja. Genau. Ich sette jetzt mein Gesicht, mache Mascara und alles drauf und komme wieder, wenn die Lippen soweit sind. Und dann kommen wir zur, ja, Review, was ich ausgesortiert habe. So, Lippenstift ist drauf, alles soweit gesettet. Ich habe mir ja nur das Lipgloss behalten. Und das, den Lip Primer, den gebe ich mir mal unten drunter. Das Lip Gloss ist ganz gut, das trage ich mit euch noch auf. Das ist so ein goldener Schimmer. Ja, genau. So, dann zeige ich euch, was ja gehen konnte. 18 Produkte habe ich diese Woche getestet. Davon bleiben 2, 4, 6, 8, 9. Also die Hälfte geht. Bleiben wird, ich zeige euch erstmal diese, ja, Essence Palette, die finde ich richtig gut, kann ich nur empfehlen. Dann dieser Lipgloss von Catrice bleibt, andersrum. Dann dieser Lip Primer von Twented Up bleibt.
die Face Palette von Essence bleibt. Von Rival de Loop das Shimmer Powder bleibt. Der Concealer von e.l.f., der ist wie gesagt zu dunkel, aber hier ist auch nicht mehr viel drin oder ich weiß es nicht. Ich gebe das auf die Augenlider zum Primen oder so. Ich habe das schon, den gebe ich nicht weg. Dann die Highlighter-Tropfen von L'Oreal bleiben. Die Highlighter-Tropfen von Catrice, die kann ich aber nur in die Foundation mischen, also nicht aufs Gesicht. Und die Foundation bleibt. Die finde ich gut. Wie gesagt, jemand, der wirklich grobporige Haut hat, sollte da aufpassen, da sie wirklich in jede Pore reinrutscht. Ja, wie gesagt, diese Dinge bleiben, gehen werden. Der Primer von Catrice, der Light Correcting Serum Primer, Candlelight. Ich vertrage ihn leider nicht. Ich habe ihn zweimal probiert. Und jedes Mal hat es richtig doll hier gebrannt und auch im Gesicht. Ich habe beim zweiten Mal gedacht, naja, vielleicht hast du eine falsche Pflege genommen, habe dann auch besser gepflegt und alles, aber beim dritten Mal wieder und deswegen fliegt er jetzt. Der ist noch fast voll, also bis hierher. Der geht. Gehen wird auch von Revolution, der Bronzer. Der ist mir definitiv zu dunkel, obwohl ich den richtig gut finde, aber... Der ist mir zu dunkel. Ich gebe ihn ab. Ich habe so viel, der geht. Dann diese Palette von Trended Up. Die ist ganz gut von den Pigmentierungen. Wirklich sehr gut. Aber mir gefallen die schwarzen Farben nicht. Und wegen, nein, da kann sie mich verlassen. Dann wird von Alverde diese gehen. Ich habe genug solche Farben in großen Lidschattenpaletten. Ich brauche jetzt keine mehr zum Blenden oder so. Dafür habe ich auch noch Mono-Lidschatten. Deswegen geht die. Wobei das Blenden mit den Farben geht echt gut. Dann auch dieser Lippenstift. Nur ein einziges Mal geswatcht und mit dem Lippenstift, Lippenpinsel aufgetragen. Der ist mir zu hell. Also das macht mich noch weißer, als ich es eigentlich bin. Dann der Lippenpuder, den werde ich gleich wegschmeißen. Der ist nämlich alle, oder ja, jetzt funktioniert es. Aber es ist nicht meine Farbe. Ich weiß nicht, ob ich es... Nein, der kommt ganz weg. Den sortiere ich aus. Dann zwei Lippenstifte. Einmal von Essence, das helle Rosa geht. Einmal kurz genutzt. Dann auch der H&M Liquid Lipstick. Geht auch, ist mir zu matt. Und von Essence einen Dip-Eyeliner. Ich finde das ganz gut, weil der so eine gute Bürste hat hier. Aber ich komme damit nicht klar. Echt, ich komme damit nicht klar. Das geht überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, es verlassen mich wirklich 2, 4, 6, 8 Produkte. Und ich bin ganz zufrieden. Die Hälfte weg. Und somit kann ich dann auch immer aussortieren und ja, genau. Okay, ich werde mir jetzt auch ein neues Kästchen wieder packen und werde euch das dann am Montag oder so zeigen. Ich schaue mal, wie ich das so hinbekomme. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!